Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit dem Tobias. Tobias, schön, dass du hier mit dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Tobias hat sich gegen Ende seines Bachelors an der Westfälischen Hochschule bei uns fürs Elite-Coaching angemeldet, mit dem Ziel Unternehmensberatung, und wir haben es geschafft, innerhalb von ein paar Monaten dir zwei Top-Praktika fürs Gap hier zu sichern. Einmal bei BW Consult und dann noch bei Capgemini Invent in der Strategieberatung. Genau. Und wir wollen heute mal über deine Erfahrungen sprechen, über deine Learnings und. Und ich würde sagen, du kannst dich einmal selber kurz vorstellen. Fang doch gerne mal an, so bei der Abi-Zeit. Wo hast du wann dein Abi gemacht und was waren damals so deine beruflichen Ziele? Ja, super. Vielen Dank, David. Genau, ich habe 2017 habe ich mein Abi gemacht. Das war schon mit Schwerpunkt Wirtschaft. Heißt, ich hatte als Leistungskurs hatte ich Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, hatte dann noch Mathe als Leistungskurs, aber auch VWL war ein Teil meines Abiturs. Und da hatte ich mich einfach schon für entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, die wirtschaftliche Richtung interessiert mich sehr. Ich wusste noch nicht genau, was ich machen möchte, aber die Richtung war mir klar. Und genau, dann nach dem Abitur habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, habe mich dann letztendlich für das BWL-Studium entschieden an der Westfälischen Hochschule. Einfach, weil ich da toll fand, dass man so mehr Praxisnähe hatte. Die Professoren haben auch ihre Praxiserfahrungen gesammelt, konnten somit vermitteln, was auch praxisrelevant ist. Und auch die Größe war sehr ansprechend, weil man kleinere Gruppen hatte. Es war ein bisschen persönlicher. Und war dann vor den Noten auch immer ganz gut unterwegs. Was hast du für einen Abischnitt? Ich hatte einen 1,8er-Schnitt im Abi. Und im Bachelor am Ende des Tages? Im Bachelor am Ende des Tages hatte ich jetzt dann 2,0-Schnitt. Und ja, dann während des Studiums habe ich dann auch schon, bevor ich bei euch war, bei EY war ich im Audit. Konnte da schon erste Erfahrungen sammeln. Wie bist du da drauf gekommen? Also hast du einfach dich über das Internet informiert, hast dann gehört, okay, EY Audit, ist ja dieses Stani erste Praktikum, oder wie bist du da drauf gekommen? Es war ein bisschen mehr dem Zufall geschuldet, sage ich mal. Ich hatte so einen extra Kurs belegt, wo man nochmal über wissenschaftliches Schreiben informiert wird und solche Themen. Und da bin ich dann, habe ich mich ausgetauscht mit den Dozenten, und die meinten, dass man bei EY super ein Praktikum machen kann. Habe mich dann da informiert und einfach mal beworben. Und ich hatte eh schon den Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling, deswegen passte das auch mit Wirtschaftsprüfungen dann. Und genau, dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch. Mehr oder weniger habe ich mich intensiv darauf vorbereitet, weil ich einfach nicht abschätzen konnte, was dann auch kam. Letztendlich war es dann viel Rechnungswesen, und da mir das relativ leicht fällt, konnte ich da auch die Fragen beantworten und habe dementsprechend das Praktikum bekommen. Okay, okay. Dann hast du quasi das EY-Praktikum gemacht. Dann warst du auch während deines Auslandssemesters nochmal in einem Praktikum, ne? Ja, genau. Da war ich in Dublin, weil ich gerne noch Auslandserfahrung sammeln wollte. Und das letzte Semester an meiner Fachhochschule ist halt ein Praxissemester, muss man jetzt nicht im Ausland machen, aber ich habe mich halt selber dafür entschieden. Und das war dann auch nochmal in der Wirtschaftsprüfung. Da konnte ich dann nochmal Einblicke in der kleineren Wirtschaftsprüfung erhalten. Und ja, es war natürlich auch sehr interessant, weil das Team sehr divers war. Ich hatte da Kollegen aus Argentinien, Kolumbien, Spanien. Es war einfach sehr spannend. Und da habe ich vor allem dann auch gemerkt, okay, so ein internationales Umfeld reizt mich schon sehr. Und habe aber auch währenddessen gemerkt, okay, ich finde diese Analysen schon sehr spannend, aber ich würde gerne ein bisschen unternehmerischer handeln, beziehungsweise auch einen Mehrwert in dem Sinne für Unternehmen stiften mit den Analysen. Und bin deswegen auch schon, bevor ich jetzt mich bei euch angemeldet hatte, auf die Idee gekommen, okay, ich möchte in die Unternehmensberatung. Und ja, so hatte sich das dann entwickelt. Ja. Warum hast du dich dann am Ende des Tages bei uns beworben und dich auch bei uns angemeldet fürs Coaching? Ja, also letztendlich habe ich mich dafür entschieden, weil, also ich hatte vorher schon immer deine Videos geguckt, so wie jeder, der hier sitzt, war der Sache erst immer sehr skeptisch. Und weil ich meine, Online-Coaching, wie viel Werbung bekommt man davon, wie viel ist davon seriös, ist dann eine andere Sache. Und dann war letztendlich dieses Webinar für Non-Target-Studenten, da habe ich dann teilgenommen und bin so mit... Hast du dich selber als Non-Target identifiziert? Ja, also wenn
ich meine, wenn man so Online-Formulare hat bei den Bewerbungen und eine riesen Liste an Unis und die eigene Uni dann nicht drin vorkommt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine Non-Target-Uni ist. Ja. Und habe mich dann da angemeldet und dachte mir dann letztendlich, komm, ich probiere es einfach aus. Und quasi durch dieses Webinar, das hat dann irgendwie so ein bisschen seriöser geklungen, als du irgendwie dachtest, dass das so Online-Coachings normalerweise sind. Ja, genau. Und durch das Webinar hat man einfach auch gemerkt, okay, ihr wisst, was ihr macht und ihr seid da wirklich interessiert dran, den Leuten weiterzuhelfen. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt, da das mal auszuprobieren. Wie lief das dann Ganze? Du hast dich bei uns beworben für dieses Vorgespräch oder hast Termin ausgemacht für das Vorgespräch. Was wurde da irgendwie grob abgeklärt und wie ging es dann weiter? Dass du vielleicht einmal so ein bisschen den Prozess erklärst, wie es bei dir ablief, ins Elite-Coaching zu kommen. Vielleicht auch, was du dir jeweils für Gedanken gemacht hast bei den einzelnen Schritten, was jeweils so die Erwartungshaltung war auch. Ja, also ich habe mich, erstmal war ja so ein Vorgespräch, da wurde dann grundsätzlich geschaut, stimmt die Motivation, wie sind denn auch die Noten bei mir, was sind meine Ziele, weil letztendlich helft ihr ja vor allem in den Feldern Strategieberatung und Investmentbanking. Ja. Das sind ja so die primären Bereiche und wenn jetzt das nicht mein Ziel gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich weniger sinnvoll gewesen. Ja. Und nachdem ich dann durch dieses erste Vorgespräch durchgekommen bin, habe ich so eine kleine Hausaufgabe bekommen. Das waren drei Fragen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, welche Fragen es waren. Aber die habe ich dann vorbereitet. Habe die dann auch im Gespräch mit Onur, habe ich die dann, sind wir die durchgegangen. Und daran konnte Onur dann ableiten, ob ich jetzt bei euch ins Coaching passe oder nicht. Und genau, das hat dann letztendlich alles gestimmt. Habe dann am Ende des Gesprächs direkt sozusagen das Angebot bekommen, sollte mich dann auch entscheiden und habe mich dann ja auch offensichtlich für entschieden. Und genau. Was waren für dich so die einzelnen Hauptgründe, die in der Status Quo-Analyse dafür gesorgt haben, dass du sagst, komm, ich mache das jetzt, obwohl du ja anfänglich eher eine gewisse Skepsis auch hattest irgendwie? Ja, ich meine, das Gespräch war einfach cool auch mit Onur und der hat mir einfach auch klar zeigen können, okay, du möchtest in die Beratung, hast aber aktuell noch kein wirklich relevantes Praktikum für die Beratung. Wir können dir da einen klaren Plan auch zeigen, was für mich auch sehr überzeugend war, weil ich vorher sehr viel Zeit auch damit verbracht habe, passende Stellen rauszusuchen. Ich meine, allein jetzt wie BW Consulting, dieses Unternehmen hätte ich so wahrscheinlich nie gefunden. Und das war dann natürlich super und ich dachte, mir bringt das Sicherheit, wenn ich einen gewissen Plan habe, wie ich jetzt mein Gap hier gestalten kann, dass ich da auch nicht irgendwo mal wieder einen Schritt in dem Sinne zurückgehe, sondern wirklich so einen Progress da auch zeige. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt. Wie ging es dann los mit den ersten Wochen im Coaching? Wie kann man sich das so vorstellen? Also du findest irgendwie den Weg zu uns, meldest dich mal an, dann merkst du, okay, es hat wirklich Hand und Fuß, es ist jetzt nicht irgendwie was dubios oder sonst was, dann kommst du ins Coaching. Wie sahen bei dir so die ersten 4-6 Wochen aus und wie lange hat es gedauert, bis du auch irgendwie erste Erfolge gemerkt hast oder erzielen konntest? Ja, also dazu kann ich sagen, dadurch, dass ich ja schon am Ende meines Bachelors war, nur noch in meinem Praxissemester, war das Thema mit Klausuren schon durch bei mir. Deswegen war natürlich da der Fokus vor allem aufs Praktikum. Ich hatte auch zunächst als erstes Praktikum schon eins sicher, wo ich dann aber im Gespräch mit Jonas festgestellt habe, dass es da in dem Sinne sinnvollere Praktika gibt für meine Zielsetzung. Und dann habe ich mir die Videoinhalte vor allem angeschaut, wie ich mich vorbereiten kann auf die Case-Interviews. Ich habe meine Selbstpräsentation eingeübt, habe da auch den Kontakt zu anderen Mitgliedern gesucht, mit denen ich dann zusammen Cases geübt habe. Und so waren dann die ersten Schritte, wie ich vorgegangen bin. Und natürlich dann auch der Austausch mit Nadine, die mir dann so Tipps gegeben haben. So zum Anfang, schau dir das auf jeden Fall an. Weil ich meine, ihr habt sehr, sehr viele Videos. Da muss man sich ja auch erstmal durchklicken. Und da ist natürlich am Anfang schön, dass man da so eine Hilfestellung bekommt, wo man vielleicht am besten anfangen kann, was am sinnvollsten ist. Wann hast du dann so die ersten Erfolge erzielt? Oder was? Wann bist du dann wirklich auch mit der Umsetzung angefangen? Was war dann konkrete Umsetzung? Also meine konkrete Umsetzung war dann ja die Interviewvorbereitung und da habe ich mich dann
die erste Woche, ich kam Mitte Juli, kam ich aus Dublin wieder. Und da war dann auch direkt Vorstellungsgespräche. Ich hatte 2 Stück. Mhm. Und ja, da ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, dass die Interviewvorbereitung mir sehr viel gebracht hat. Ich meine, allein dieses Thema Selbstpräsentation. Mhm. Vorher war so, ja, stellen Sie sich mal vor, ja, ich bin Tobias, bin jetzt 24, ja. Habe mich irgendwie so vorgestellt. Ja. Und jetzt meine Selbstpräsentation kommt da schon viel professioneller mhm. rüber. Und dann, man bereitet sich auf gewisse Fragestellungen vor, hat da schon einen Überblick. Und ich habe es auch bei einem anderen Progress Story gesehen, selbst wenn man die Fragen nicht explizit vorbereitet hat, man hat sie schon mal gehört und kann sich da leicht eine Antwort drauf überlegen, beziehungsweise seriöser auch rüberkommen. Ja. Und vor allem dieses Case-Interview-Vorbereitung, das war für mich komplett Neuland, mhm. sag ich mal. Und das hat da schon einiges gebracht, dass ich da mit gewissen Strategien vernünftig den Case lösen konnte dann auch. Ja, ja. Wann hattest du dann die Zusage bekommen bei BW Consulting? Das war dann auch direkt Ende Juli. Also mhm. Ich habe bei BW Consulting wird das meistens so gehandhabt, dass sie am Ende des Vorstellungsgespräches dir sagen, ob sie dich nehmen oder nicht. Also mhm. die, während man den Case macht, nehmen die sich halt kurz zurück, besprechen sich und da war dann die einfache Absprache, okay, bis jetzt ist alles super, Personal Fit hat gepasst. Wenn der Case jetzt nicht komplett versemmelt wird, dann nehmen wir den. Ja. Und da dann auch alles passte in dem Case, wusste ich dann direkt am Ende, dass sie mich nehmen. Top. Genau. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze. Was ist BW Consulting? Stimmt. Das ist auch, sollte man mal erwähnen. Also BW Consulting ist die Inhouse-Beratung von der Bundeswehr und von dem Verteidigungsministerium. Mhm. Und der Sinn ist einfach, es gibt da sensible Daten, Informationen und die sollen möglichst in dem Konstrukt gehalten werden. Mhm. Und deswegen gibt es die Inhouse-Beratung und die haben dann natürlich auch eine ausgeprägte Expertise in dem Bereich. Ah, okay, das heißt, weil das halt sehr sensible Daten sind, kann man da nicht irgendeine amerikanische Strategieberatung für anheuern? Genau, ja. Also das wird dann lieber in dem Bereich gehalten und man kann sich das so vorstellen, die Berater setzen sich zusammen aus externen Leuten, die, sag ich mal, aus der Wirtschaft kommen mhm. und Leuten, die vielleicht vorher auch in der Bundeswehr innerhalb gearbeitet mhm. haben und diese Kombination liefert da schon nachweislich einen großen Mehrwert für die Bundeswehr. Ja, ja, ja. Dann nächstes Praktikum ist dann bei Capgemini Invent. Genau. Wie kam es dazu? Wann hast du dich dazu beworben und wie hat dir da das Coaching auch irgendwie helfen können? Also ja, umso weiter man natürlich voranschreitet, umso schwieriger werden dann auch letztendlich die Vorstellungsgespräche. Mhm. Und da habe ich dann natürlich weiter meine Selbstpräsentation wieder anpassen können, weil man hat ja auch mittlerweile wieder was Neues gemacht und ältere Sachen rücken dann nach hinten, sage ich mal, das ist nicht mehr so wichtig. Und da war dann auch wieder vor allem die Case-Vorbereitung war sehr wichtig und man geht mit viel selbstbewusster auch in die Vorstellungsgespräche. Man ist nicht so nervös, weil man fühlt sich vernünftig vorbereitet mhm. vorher. Ich weiß das noch vorher, man schaut im Internet, man googelt so ein bisschen und da hat ja, sag ich mal, in gewissen Wirtschaftsforen auch jeder gibt da seine Meinung ab. Ob das dann letztendlich stimmt oder nicht, weiß man ja nicht. Und so kann man sich natürlich durch die internen Berichte, kann man schon besser abschätzen, in welche Richtung es geht. Und das hat mir vor allem geholfen, da auch selbstsicher rüberzukommen. Und da war letztendlich, kann ich dann auch nur das Feedback von denen weitergeben. Normalerweise dauert es eine Woche, bis sie sich zurückmelden. Ich habe am nächsten Tag direkt die Zusage bekommen. Mir wurde dann auch im Feedback gesagt, ja, eigentlich war uns direkt klar, dass das super war, die Performance war super. Wir haben nichts, konnten nichts bemängeln. Deswegen mhm. ist natürlich dann auch schön zu hören, dass die Vorbereitung sich lohnt, aber dementsprechend muss man natürlich auch wissen, das ist nicht eine Woche Vorbereitung, sondern man beschäftigt sich schon länger mit dem Thema und man ist ja auch noch im Praktikum, das macht man alles nebenbei dann noch. Ja. Was hast du anders gemacht? Also was sage ich mal, hättest du jetzt vielleicht, wenn du nicht bei uns dabei gewesen wärst, nicht so auf dem Schirm gehabt oder anders oder schlechter vielleicht auch gemacht? Ja, definitiv. Ist die Case-Vorbereitung da ein großer Vorteil, mhm. weil da hat man dann
ja, diese Frameworks, wo, wie man arbeiten kann. Man kann es super üben mit Leuten, die auch im Coaching sind. Man kann es aber auch mit zum Beispiel mit dem Jonas oder mit dem Patrick üben, die da dir noch ein ganz anderes Feedback geben können. Ja. Und ich meine auch mit Patrick, der war ja bei McKinsey und hat da das ein oder andere Vorstellungsgespräch schon geführt. Und ja, sein Feedback ist ja natürlich Gold wert. Dann, die anderen, womit man übt, das ist natürlich super zu simulieren, wie das ist, in einem Gespräch zu sein. Aber das Feedback ist da nochmal anders. Und dann die Selbstpräsentation macht da auch viel aus, weil das ist der erste Eindruck, den man macht am Anfang des Gesprächs. Ja. Und das ist natürlich einiges wert. Ja, ja. Vielleicht nochmal zum Thema zurück, wenn wir jetzt hier die Progress Story irgendwie betiteln. Strategieberatung trotz Non-Target-FH oder sonst was, das passt natürlich. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie im Bewerbungsprozess ein Thema war? Weil man ja eigentlich schon, also eigentlich bekommen wir schon sehr oft, ne, wir haben regelmäßig widersprechen oder schaffen es unsere Elite-Coaching-Member die Ausnahme zu sein. Auch zum Beispiel der Baran ist ja auch ein Top-Beispiel für sowas. Von der FH Hannover, du jetzt beispielsweise. Aber normalerweise sagen ja die Strategieberatung oder auch die Inhouse-Beratung schon, entweder hat jemand dual studiert an der Fachhochschule oder man kommt halt von der staatlichen Uni. War das bei dir jetzt irgendwo eine Thematik? Hast du irgendwo das Gefühl gehabt, dass das war real? Oder wie würdest du das einordnen? Ja, ist natürlich schwierig genau zu beurteilen, weil man bekommt ja nicht das Feedback, ja, wir haben dich jetzt nicht eingeladen, weil du an der Fachhochschule bist. So, ist dann einfach kriegst du dann einfach die Absage. Ja. Mir ist natürlich aufgefallen, ich bekomme nicht so viele Einladungen. Also woran es dann jetzt letztendlich liegt, könnte ich mir schon sehr vorstellen, dass es an der Fachhochschule liegt, weil ich auch nebenbei in der studentischen Unternehmensberatung bin und mich da auch mit Jugendlichen engagiere und deswegen am Engagement und die Noten könnten natürlich besser sein, aber ich sehe es natürlich bei anderen, die bekommen da deutlich leichter mehr Einladung und ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Faktor ist. Glaubst du, dass spezifisch jetzt dir als, sag ich mal, also ich meine das auch absolut nicht abschätzen oder sonst was, ne? Also ich finde es eigentlich ziemlich nervig, dass die Firmen so drauf achten, aber sind halt einfach Urteilsheuristiken, weil die so viel Bewerbung bekommen, dass sie halt für sich halt definiert haben, ja, tendenziell halt eher nett, ne? Siehst du für dich als, in Anführungszeichen, wie gesagt, nicht abschätzend gemeint, Non-Target-FHler einen besonderen Vorteil vom Elite-Coaching, wo du sagst, hey, vor allem davon oder davon kann jemand wie ich besonders profitieren? Also, was natürlich an, ich sag mal jetzt, Non-Target-Fachhochschulen mehr ist als jetzt, wenn man zum Beispiel in Mannheim studiert, man hat der Anteil an wirklich motivierten Studenten, die, sag ich mal, auch so hohe Ziele haben, ist natürlich viel geringer. Also ist auch überhaupt nicht verurteilend, weil ich meine zum Beispiel, meine Fachhochschule hat viel dann in dem Umkreis auch Ja, also es gibt Leute ja kein besser oder schlechter. Ne? Also nicht so, nur weil du zu McKinsey möchtest, bist du irgendwie ein besserer Mensch als jemand, der zum Mittelständler in der Umgebung möchte. Aber quasi bei dir gab es ja einfach nicht so viele Leute, die so diese Ziele, Strategieberatung oder so hatten. Genau. Und dann hat man natürlich an seiner Hochschule nicht so das Netzwerk, als wenn man jetzt in Mannheim zum Beispiel studieren würde oder an der Frankfurt School. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, den man durch das Netzwerk von Pumpkin bekommt, weil dann kommt man im Austausch mit auch den Leuten, die auch solche Ziele haben, die sowas erreichen möchten, die einen da auch pushen und man sieht ja auch immer, okay, der hat jetzt schon wieder das geschafft und man wird selber auch dadurch gepusht, nochmal mehr zu versuchen, noch mehr zu erreichen und das ist natürlich ein großer Mehrwert, den mir das geliefert hat. Sehr, sehr cool. Das freut mich. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Du bereitest dich jetzt gerade auf einen Master vor. Genau, ja. Wie ist da so die Tendenz? Ich bin da jetzt in der GMAT-Vorbereitung. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Deswegen damit wird sich dann anhand des GMATs zeigen, bei welchen Unis ich mich da einschreibe. Ich habe da natürlich ein paar Favoriten, aber wird man sehen dann, was letztendlich... Können wir dann in einem halben Jahr drüber sprechen. Ja, können wir gerne machen. Ja.
Vielleicht abschließend noch eine Frage, wenn du mal vergleichst irgendwie mit dem Tobias irgendwie vor einem halben Jahr irgendwie, der vielleicht noch eine gewisse Grundskepsis hatte, kurz bevor er sich angemeldet hatte, was so Erwartungshaltungen waren im Vergleich zum Tobias jetzt. Was sind so irgendwie ein, zwei Sachen am Coaching, die dich positiv überrascht haben, die man als Außenstehender vielleicht jetzt nicht so einsehen kann oder die man vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm hat oder die du auch noch nicht auf dem Schirm hattest, als du dann am Ende des Tages bei uns ins Coaching beigetreten bist? Ja, also eine große, oder was heißt eine große Erkenntnis, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass dieses Coaching mir unglaublich viel gebracht hat. Also sei es an Wissen, ich komme mit Leuten, die sehr motiviert sind, in Kontakt. Die Vorträge, die Gastvorträge, super spannend. Man kann da viel mitnehmen, kann da Kontakte aufbauen. Und ja, allein die Struktur, die man dadurch bekommt, man hat einen klaren Durchblick durch die ganze Thematik und das hat mir echt einiges gebracht und ich bin sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich denke, ich würde jetzt nicht im März bei Capgemini ein Praktikum machen, wäre ich jetzt nicht bei Pumpkin dabei. Also. Das ist natürlich die größte Ehre, die man haben kann als Coach. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Bias, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst heute. Ja, gerne. Und genau, dann, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation wiederfindet, wenn ihr auch nah an Target-FH seid oder an der Target-Uni studiert, whatever, aber wenn ihr das Ziel habt, in die Strategieberatung zu kommen, ins Investment Banking, dann informiert euch mal über uns, schaut mal auf unserer Webseite vorbei und wenn ihr sagt, hey, das sieht ansprechend aus, ich finde da viele, viele Erfahrungsberichte, die eine Situation widerspiegeln, in der auch ich mich wiederfinde, dann bewerbt euch gerne bei uns auf eine Zusammenarbeit, einfach am besten ganz normal auf die Status Quo-Analyse bewerben, das ist immer so der schnellste Prozess, natürlich gerne auch in unseren Webinaren vorbeischauen oder sonst was, aber wenn du es jetzt gerade anguckst, der schnellste Weg geht, einfach über den Bewerbungsbutton auf unserer Website kurz das Formular ausfüllen, dann Termin ausmachen für das Vorgespräch, wo abgeklärt wird, passt du rein, hast du die Motivation, hast du die Ziele, ist das auch der richtige Zeitpunkt, wenn das gegeben ist, dann macht man einen Termin aus für die Status Quo-Analyse, noch komplett kostenfrei und unverbindlich, wo wir dann mal einen Plan gemeinsam mit dir erarbeiten, was für dich zu tun ist, was für Stellschrauben man drehen könnten. Und wenn du reinpasst ins Coaching, dann präsentieren wir auch dir das Coaching, sagen dir ganz genau, das und das ist dabei, so und so wird es ablaufen und. Und dann kannst du, wenn du überzeugt bist, sagen, ja, ich möchte dabei sein und wir können gemeinsam an deinen Zielen arbeiten. Das war's mit der Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.